Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Hardgold-Version. Wir sind immer noch in unserer Pflanzenmonolog unterwegs und es wird Zeit für die erste Arena. Und das wird furchtbar. Ich würde sagen, die beiden Bemuster lassen wir ganz bequem aus. Ich habe nämlich unser Team soweit vorgelevelt. Wir sind alle auf Level 14. Ziemlich wichtig, da Pusteblume auf dem Level Stachelspore lernt. Mit 25 Spitzverteidigung und 26 Spitzverteidigung sollten wir es hoffentlich schaffen. Fälliche werden wir nicht so viel einsetzen können. Hat zwar Schlafpuder, aber mit 15 Spitzverteidigungspunkten kommt es hier, glaube ich, nicht ganz so weit. Okay, also das Taubsi kriegen wir hoffentlich hin. Das hat, soweit ich weiß, nur Tackle. Wir müssen halt sehen, dass wir Pusteblume drin haben und das noch einigermaßen Full Life ist. Wenn das Tauboga reinkommt, dass wir gleich starre Spore drauf schmeißen können. Weil reinwechseln können wir nämlich nicht. Also in das Tauboga. Ich bin Falk, der Arena-Leiter von Viola City. Viele Leute sagen, mit Elektroattacken könne man Pokémon von Typ Flug ganz leicht die Flügel stützen und machen sich so über mich lustig. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wenn du erstmal siehst, wie anmutig meine Flug-Pokémon durch die Lüfte gleiten, weißt du, was wahre Größe ist? Glaub mir, ich weiß auch, was sowas wahre Größe ist. Gucken, wie viel Tackle auf das Taubsi macht. Okay. Das ist unser Call. Das Taubsi dürfte nur Tackle und Sandwirbel haben. Jetzt müssen wir es nur noch treffen. Und hoffentlich auch besiegen. Ich glaube, Pusteblumus-Tackle macht nämlich gar nicht so viel Schaden. Perfekt. Okay. Es bleibt nur noch Tauboga. Aber jetzt wird mir der Windauftrieb verleihen. Ich kann es spüren. Wir sind zwar full life, was gut ist, aber wir haben Sandwirbel eingesteckt. Ich hätte zuerst auf die Paralyse gehen sollen. Das war ein bisschen voreilig von mir. Gott sei Dank hat die Stachelspore getroffen. Okay. Das wird hart. Vor allem, wenn dieses Tauboga so wenig paralysiert ist. Wir haben noch nicht einen guten Schlag reingekriegt. Und ansonsten können wir das mit Blattgrün nicht besiegen. Das war ein guter Schlag. Gibt es dieses Tauboga eigentlich auch paralysiert? Ich frage für einen Freund. So halt, das war jetzt irgendwie 5 oder 6 Runden lang nicht einmal paralysiert. Ich glaube, das kennt keine Paralyse. Uff. Wie gesagt, ich würde auch mal gerne einen Routenschlag einsetzen. Danke. So. Oh, wir können noch einen guten Schlag einsetzen. Das war jetzt der dritte, ne?
Viel mehr als drei werden wir wohl nicht reinkriegen. Let's go. Da hat es tatsächlich den Kill mit Tackle gesehen. Interessant. Das macht nicht genug Schaden. Das wird sich mit Ruhe und easy peasy wieder hochheilen können. Das sieht gar nicht gut aus. Müssten wir überleben. Vielleicht landen wir mit Rasierblatt Volltreffer. Rasierblatt macht tatsächlich mehr Schaden als Tackle auf Tauboga. Noch bin ich nicht abgestürzt. Oh, wir können für Rasierblatt gehen. Wir sind in Dingsens, in Notdünger-Range. Das könnte reichen. Für den Greed. Das war ja gar nicht so schwer. Wir haben es geschafft. Easy, first try. Wer hätte das gedacht? Wow. Und wir haben nur, ich glaube, ein oder zwei Tränke verbraucht. Wow. Herr Flex, das waren die geliebten Flug-Pokémon meines Vaters. Aber ich bin kein schlechter Verlierer. Hier in diesen offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Er bescheinigt dir, dass du gegen mich gewonnen hast. Hiermit verleiht dir den Flügelorden. Alter, wie haben wir das denn gemacht? Wenn du im Besitz des Flügelordens bist, gehorchen dir alle Pokémon mit einem Level von bis zu 20. Auch außerhalb des Kampfes kannst du damit einen Zertrümmerer einsetzen. Und hier hast du noch eine TM von mir. Das ist auch Leute gar nicht. Ruheort ist das. Benutzt ein Pokémon eine TM, erlernt es umgehend eine neue Attacke. Aber überlege dir gut, welche Pokémon diese Ehre zuteil wird, denn eine TM lässt sich nur einmal einsetzen. Die TM 51 enthält übrigens die Attacke namens Ruheort. Damit, mit ihr kann ein Pokémon bis zur Hälfte seiner maximalen KP wieder auffrischen. Und es verliert den Flugtyp, sofern es den hat. Du wirst von nun an in den Arenen vieler Städte zum Kampf antreten. Setze diese Attacke ein und sie wird dir zum Sieg verhelfen. Als nächstes nimmst du dir am besten die Arena von Azalea City vor. Alter, wie haben wir das denn gemacht? Boah, ich komme doch gerade selbst nicht drauf klar. Sorry, das war das Mikrofon. Alter. Ich meine, das war vielleicht ein bisschen knapp, aber das war eigentlich ganz gut durchkalkuliert. Also, das haben wir doch ganz gut hingekriegt. Ich dachte, das wird schwerer. Hallo Sefi, ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Genaues kann ich dir nicht sagen, aber ich möchte unbedingt, dass du dir das Ei an dich nimmst. Mein Assistent wartet im Pokémon-Supermarkt von Viola City auf dich. Sei so gut und hol es ab, ja? So, halt. Wir hatten 8 Tränke? Ja, einen Trank haben wir verbraucht. Und halt die Synthese-Nutzung. Oh, hi. Ein Supertrank. Den hätten wir gebrauchen können. Hast du noch mehr? Nein. Hätte die Olle auch mal anrufen können, Bescheid sagen können. Lang nicht gesehen, Sefi. Professor Lind hat mich darum gebeten, hier auf dich zu warten. Er hat eine Bitte an dich. Und zwar hätte er gerne, dass du dieses Pokémon-Ei trainierst. Ich habe noch nie ein Ei trainiert. Gucken wir mal, wie das wird. Nachdem du weg warst, erhielt der Professor von jemandem einen Anruf. Das Gespräch war bereits eine ganze Weile im Gang, als Professor Lind plötzlich laut durch das Labor rief, dann ist Sefi genau die Richtige für uns. Danach bat er mich, dieses Ei zu überreichen. Ja, und hier bin ich. Das heißt, Pokémon schlüpfen erst dann aus ihrem Ei, wenn sie eine Weile an der Seite von munterem Pokémon verbracht haben. Genau deshalb denke ich auch, dass du das Ei haben solltest, Sefi. Pass gut darauf auf. Boah, ey, der Notdünger von Blattgrün, der hat gerade anders gecarried. Richtig gut. Nanu, dieses Ei. Hohoho, ich verstehe. Mr. Pokémon hat es also Professor Lind geschickt. Und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. Das ist ein wirklich kostbares Ei. Vergesst das bitte nicht. Zieht es bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Gut, dann gabt euch wohl. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass nie geklärt wird, warum dieses Togepi-Ei so speziell ist, außer dass da halt Togepi drin ist. So, das wäre halt ganz cool, wenn man das noch irgendwie storytechnisch hätte aufgreifen können. Vielleicht in den Remix. Oh, wir müssen uns noch einen VM-Sklaven fangen, ne?
So halt, wir haben kein Pokémon dabei, was, oder kam überhaupt kein Pokémon, das Surfer lernen kann. Ich meine, das wird hier schon mit Zertrümmerer hier schwierig. Ich glaube, keins unserer Pokémon kann überhaupt Zertrümmerer lernen. Also halt so nicht mal von den Pflanzen-Pokémon, die wir fangen können. Haben wir... Können wir noch ein paar Items abstauben, wenn wir schon mal hier sind? Was ist hier? Flucht. Wir haben kein Fluchtseil. Wir müssen mal kurz ein Fluchtseil kaufen. Gut, wir sollten eh ins Pokémon Center gehen. Gott. Ich bin immer noch so happy innerlich, dass wir das so gut gekriegt haben. Ich dachte echt, wir brauchen so ein paar Anläufe dafür. Aber nö, first try. Richtig nice. Und halt, wie gesagt, bei Kai haben wir jetzt schon wieder ein paar Optionen mehr offen. So halt, erstmal können wir mit Pusteblume dafür sorgen, dass die Käferattacken neutral sind. Und wir haben Mirapla noch, was wir fangen können. Mirapla müsste halt auch neutral, oder Käferattacken müssen auch neutral auf Mirapla sein. So von daher wird das, glaube ich, ein bisschen leichter. Aber Junge, wer hätte denn gedacht, dass der Plan so gut aufgeht? Der Rasierblatt hat echt mal anders reingehauen. Den Blumenkranz hat sich unser Blattgrün aber auch verdient. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten Fluchtseil kaufen. Ich glaube, Felino müsste ein ziemlich guter VM-Sklave für uns sein. So halt, das müsste Wasserattacken lernen können. Also halt so, Server kann es auf jeden Fall. Kaskade müsste es auch lernen können. Wobei halt, warte. Haben sie das geändert? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir in Gen 2 das Problem hatten, dass es das nicht lernen konnte und ich dann auch ewig rumgerannt bin, Pokémon zu finden, dass es konnte. Aber halt, die haben ja die VM-Liste halt auch ein bisschen überarbeitet. Zum Beispiel Impagato konnte in der zweiten Gen auch noch keine Kaskade lernen. Jetzt kann es das. Müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Ich meine, es ist halt auch die letzte... Die Liste vor allem, die man kriegt. So. Einmal das Fluchtseil. So. Da haben wir nämlich noch ein paar Items, die wir hier mitnehmen können. Nämlich eine Sinelbeere. Oh, schön. Eine Pilsifbeere. Ein Energiestaub. Und ein Heilpuder. Ist nicht viel, aber immerhin. Unser Stamm hier meißeln Nachrichten. Das finde ich halt auch ein bisschen komisch, dass sie diese Texte, die ja ursprünglich in der Kristall-Edition vorkamen, auch komplett neu übersetzt haben, komplett neu gemacht haben. So halt... In der Kristall-Edition standen die da im richtigen, grammatikalisch korrekten Sätzen und nicht in Yoda-ähnlichen Sätzen. Gut. Wir haben Viola City hinter uns gelassen und können jetzt endlich Richtung Azalea City aufbrechen. Warte, warum die Eile? Du hast einige gute Pokémon dabei. Sie sind bestimmt deshalb so gut, weil du sie in Viola City so hart trainiert hast. Die Pokémon-Arena war sicher ein ganz besonders gutes Training für sie. Alter, mit machst du Witze? Die Pokémon-Arena da war fast unser Todesurteil. Ja, es ist für dich, als seines Andenken an Viola City. Wenn du das einem Pokémon gibst, soll angeblich die Stärke all seiner Attacken von die Pflanze steigen. Naja, Pusteblume hat zum Beispiel keine Pflanzenattacke. Das heißt, wir können es zwischen Fenchel und zwischen Blattgrün entscheiden. Oh, ich wollte das Ei eigentlich nach hinten lassen. So halt, das haben wir zwar dabei, aber uns sollte wohl allen klar sein, dass wir ihn eigentlich nicht einsetzen können, oder? Mal sehen, du hast 20, 20, oh, 28, 30. Pff, ist schon ein kleiner Unterschied. Allerdings hat es halt auch wesentlich schlechtere Defensivwerte, ne? So bei Blattgrün verteilt sich das ein bisschen. Ich glaube, ich gebe das Fenchel. Dann wird Fenchel sozusagen unser Hardhitter. Nicht? Na, start dich an.
Ich hätte Schutz kaufen sollen. Ah, ein neues Gesicht. Seid ihr also für stark? Seit wann lese ich Trainertexte vor? So, nimm das. Ich sag doch, ein harter Hitter. Oh, wir haben das. So. Oh, wow. Na ja, gut, das war auch ein Volltreffer. Kein Wunder, dass das so viel Schaden gemacht hat, ich wollte schon sagen. So sieht das normal aus. Los zu, pennt weiter, während es erwürgt wird. Zerquetscht. Totgewickelt. Erdrückt. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Schon wieder Volltreffer. Fentley muss wissen. Ich glaube, Fenchel will halt einfach nicht hinter der Leistung von Pusteblume und Blattgrün zurück. Ja, wir gehen eben kurz zurück und kaufen Schutz. Das ist ja. Das hält man ja im Kopf nicht aus. So, halt. Ich habe halt keine Lust, da im Einheitstunnel alle 2 Meter von irgendeinem Pokémon angepisst zu werden. Ich möchte da ganz gerne auch nochmal durchkommen. Aber wer hätte gedacht, dass Falk doch so relativ easy für uns wird? So halt, das war zwar alles recht knapp, aber wir hatten jetzt nicht so große Probleme mit denen. Wobei, wir hatten halt auch echt Glück mit den RNG. So halt, dass die Stachelspore halt getroffen hat, obwohl wir einmal einen Sandwirbel gefressen haben und halt die guten Schlags anschließend haben ja auch alle getroffen. Das war nur der erste, der nicht getroffen hat. Naja, das haben wir hinter uns. Jetzt müssen wir unsere Sicht auf neue Dinge richten. Der nächste halt ist Azalea City. Das wird nochmal ein bisschen kräftiger. Ein bisschen kräftig deftig wird das für uns. Sichlo ist... Also halt. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass wir es nur mit Sichlo aufnehmen müssen. Weil, naja, Kokuna und Safkon sind jetzt nicht so die härtesten Brocken. Also halt von daher. Es geht halt vielmehr darum, das Sichlo mit seiner Kehrtwende aus dem Weg zu räumen. Aber wir sollten das Seeblatt angreifen. Aber wie gesagt, da haben wir ja Mirapla, was wir halt noch fangen müssen. Und Pusteblume. So, halt Pusteblume könnten wir halt unglücklich verlieren, aber Mirapla können wir halt wirklich direkt davor fangen. So, halt, da gibt es halt kaum Trainerkämpfe zwischen. So, halt, klar, da in der Arena sind auch noch Trainer, aber ich glaube nicht, dass die so gefährlich werden. Tatsächlich haben wir das Glück, dass wir uns um Miltank von Bianca so gut wie keine Gedanken machen müssen. Der blöde Walzer kann uns aber kreuzweise. Ihr Stampfer ist eine größere Bedrohung. Aber so weit müssen wir auch erstmal kommen. Wir haben Heule auf Blattgrün vergessen lassen, ne? Das wäre eine ziemlich gute Option für das Miltank gewesen. Runterheulen, dass der Stampfer so gut wie keinen Schaden mehr macht. Aber hey, wir lernen ja bis dahin auch noch Reflektor, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das wird ganz gut. So, da auf der Brücke können wir wieder Fenchel kämpfen lassen. Hi.
Naja, das Quapsel soll jetzt nicht so eine Bedrohung für uns sein. Es ist aber trotzdem schneller als wir. So, Quapsel ist halt krass schnell. Stellt euch mal vor, Quappo hätte noch die Schnelligkeit, die Quapsel hat. Das wäre automatisch so viel besser. Oh stimmt, wir haben ja noch den Rivalenkampf vor uns. Was machen wir denn da? Na gut, dass Glut auch nur Stärke 40 hat. Vielleicht lernen wir bis dahin hier noch Lichtschild. Ich weiß, dass Blattgrün beides lernen kann. Oh, Giftpuder. Naja, wir haben Giftpuder schon auf... Das Coole ist, wir können unsere ganzen Puderattacken auf unsere Pokémon aufteilen. So Blattgrün kann gerade Giftpuder, Pusteblume kann Stachelspore und Fenty kann Schlafpuder. Das heißt, wir brauchen hier kein Giftpuder. Und halt, wir haben alles einmal vertreten auf jedem Pokémon. Okay, Carpador schubsen. Ich hab's verstanden. Ich hätte vor dem Kampf die Kampfanimation ausstellen sollen, damit der Kampf hier schnell geht. Der hat halt nur Carpador. Wobei, ich glaube, ein Goldini hat er noch, ne? Hat er nicht drei Carpador, ein Goldini? Oder hatte der vier Carpador? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Könnte sein, dass ich ihn mit jemandem verwechsle. Es hätte mich nicht mal gewundert, wenn Carpador das überlebt hätte, wenn es kein Volltreffer geworden wäre. Carpador hat eine ziemlich gute physische Verteidigung. So, auf der anderen Seite, wir haben auch einen ganz schön guten Angriff. Ja, Platsch, das trifft's ganz gut. Hey, da vorne liegt doch noch Kugelsaat als TM rum, ne? Das könnten wir Pusteblume beibringen. Dann hat es wenigstens eine Pflanzenattacke. Oder wir sparen uns das noch. Ich glaube nämlich, nach der Entwicklung, so halt 3-4 Level nach der Entwicklung, lernt es, glaube ich, Megasauger. Hauptsprotz hat jetzt auch nicht den besten Angriff. Wir sollten uns die TM lieber für ein Pokémon aufsparen, das keine Pflanzenattacke lernt. Oder halt so gut wie keine. Die nächste, die wir nämlich kriegen, ist... Gigasauger? Energieball? Energieball ist, glaube ich, Post-Story-Content. Und halt Gigasauger müsste es bei Erika geben. Falls das noch die TM ist. Ja, also ich meine, 16 Angriff. Ich meine, 18 ist auch nicht mehr, aber... Dann hätten wir theoretisch auf Hopfsprotz zumindest eine Pflanzenattacke. Wobei halt, Pflanzenattacken können wir hier eigentlich generell nicht so gut gebrauchen. Was wir wollen, ist Utility. Hier ist es nicht so wichtig, ein Pflanzen-Pokémon zu sein, sondern halt, was man sonst noch mitbringt. Hey, Blattgrün entwickelt sich in 2 Leveln, ne? Dann haben wir schon ein Lorblatt. Haben wir einen Schutz drauf? Sonst gehe ich nicht ins hohe Gras. Der Typ, der da steht, hat noch Nidoran männlich. Können wir auch eben kurz mit Blattgrün besiegen. Und da ist die Kugelsatiam. So lange braucht es, glaube ich, auch nicht mehr, bis es sich entwickelt. Ja, 115 EP noch, bis es ein Level-Up hat und dann halt nochmal ein paar EP. Und dann haben wir ein Lorblatt. So, hier greifen wir auch mit Rasierblatt an.
Die Nidorans können nämlich Giftdorn. Als Fähigkeit. Au. Tja, gut, dass es da kein Step drauf hat. Ich glaube, es war auch der richtige Call, dass wir die Trainer da in der Arena nicht besiegt haben. Ich meine, wir hatten mit dem Taubroger schon genug zu tun. Das geht ganz genau auf. Wie schön. Uns haben genau 115 EP gefehlt. Oh, wir können auch mal ins Gras gehen für ein Felino. Die sind ja ein bisschen häufiger nachts. Ja, Radfratz kann auch zur Trimmerer lernen. Oh, überlebt das ein Tackle überhaupt? Nicht, wenn es ein Volltreffer ist. Naja, wie gesagt, Felino wäre eh mehr so meine Wahl. Dann haben wir nämlich gleich ein Pokémon, was Surfer kann. Da haben wir auch schon eins. Das ist auf Level 6. So, dann werfen wir da einfach mal. Wir werfen einfach mal Pokéball drauf. Blödes Felino. Dann, Giftpuder. Natürlich haben wir nicht getroffen, ne? Also fürs Protokoll, ich will dieses Felino nicht haben, dass wir es einsetzen können. Das wird unser VM-Sklave. Nur dafür da, VM-Attacken einzusetzen. Weil halt offensichtlich können unsere Pokémon keinen Surfer einsetzen. Und irgendwie müssen wir übers Wasser kommen. Ist nicht wahr. Und wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass wir kein Pokémon haben, das Zertrümmerer lernen kann. Da geht's halt schon los. So, geht doch. Felino, das Fisch-Pokémon. Dieses Pokémon lebt in Eiswasser. Wird es an Land kalt, verlässt es das Wasser und sucht nach Futter. Da wir jedes Ding kann, kann Zertrümmerer lernen, schreie ich. Müsste es aber eigentlich lernen können. Bitte, geht doch. So. Hier ist es tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn ein Pokémon vergiftet ist außerhalb des Kampfes. Ich glaube, ab Hardgold und Soulsilver war es so, wenn ein Pokémon durch Gift außerhalb des Kampfes besiegt werden würde, geht die Vergiftung weg bei einem KP. Also es kann nicht mehr durch Gift besiegt werden. Was ziemlich cool ist. Holen wir uns die Angel, weil wir es können. So halt, so sehr viel andere Sachen können wir ja eh nicht benutzen. Wie gesagt, hier gibt es kein Luturze, was uns vor den Feuer-Pokémon schützt. Also müssen wir im Wasser gar nicht gucken. Eine Wassermonolocke spielen wir auch nicht. Wassermonolocken sind eigentlich relativ einfach. So halt, bei Wasser ein sehr solider Typ ist. Es gibt kaum schlechte Wasser-Pokémon. So ein, zwei vielleicht? Naja, und halt, es gibt halt immer viele Wasser-Pokémon. Wasser ist, glaube ich, einer der häufigsten Typen, die es gibt. Oh, dann sind wir jetzt sehr good to go. Gucken wir uns das Felino noch mal kurz an, weil wir es können. Es ist kaustig, was mir voll egal ist. Oh, wenn Felino im Kampf ist, kann sich kein Pokémon in die Luft sprengen. Wäre cool, wenn wir es einsetzen könnten.
Also von daher ist mir das vollkommen Wuppe, was es kann. Okay, wir haben Erfahrung damit, Flug-Pokémon auseinanderzunehmen. Wollt mir nicht mit Rasierblatt kämpfen. Och nö, Taubsi, fang jetzt nicht mit solchen fiesen Matentchen an. Kannst du nicht einfach Tackle einsetzen? Hallo, Habitok. Naja, es ist noch Level 8. Das kriegen wir ja wohl hin. Au. So, ich meine, wir haben es mit einem Tauboga aufgenommen auf Level 13. Dann kriegen wir es ja wohl mit einem Habitok auf Level 8 hin. Weil selbst wenn das Vieh ein Volltreffer landet, ist es egal. Ich möchte mal nur anmerken, wie super langsam wir sind. Ja, wie viele Statusänderungen wollt ihr noch auf Indivier werfen? So. Das ist auch was auf Level 6, aber einen Trank sollten wir auf jeden Fall benutzen. Wow. Wir werden es nie wieder treffen. Nach all den ganzen Sandwirbel, die wir jetzt geschluckt haben. Na, wenigstens ist es One-Shot. Super, dann noch ein halbes Level und dann haben wir ein Lorblatt. Richtig nice. Können wir noch hier drauf machen? Das müsste ein Sägesang sein. Das war auf jeden Fall was Cooleres. Ja, ein Sägesang. Sägesang füllt KP auf. Je mehr Schaden wir dem Gegner zufügen, desto mehr füllen wir uns damit auch auf. Aber besser als gar nichts. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle hier eine kurze Pause. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's in den Einheitstunnel Richtung Azalea City. Wird also wieder spannend, wobei ich glaube, der Weg nach Azalea City dürfte nicht ganz geschmeidig für uns werden. Da geht's zwar ein mit dem Smogon, aber das sollten wir auch irgendwie hinkriegen. Also, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.